Tada! Hallo, ich bin wieder da. Wir rennen wie wild irgendwelche Katzen durch die Gegend rum. Ich glaube, heute habe ich mal Lust auf einen Rant. Gründe dafür gibt es wirklich mehr als genug, wie zum Beispiel die ganzen tollen Features, die YouTube regelmäßig ein- und ausblendet. Jüngstes Beispiel, die tollen Balken links und rechts. Was habt ihr euch dabei gedacht? Es ist ja eine schöne Idee, dass wir in Zukunft 16:9 Videos hochladen können, die dann auf voller Breite dargestellt werden. Nur was ist mit unseren alten 4:3 Videos? Ich meine, hallo? Ich habe bisher auch in 16:9 aufgenommen und in 4:3 hochgeladen, mit schwarzen Balken oben und unten. Nach eurer Umstellung habe ich jetzt zusätzliche schwarze Balken links und rechts. Das heißt, meine Videos sind jetzt vollständig eingerahmt von schwarzen Balken. Super. Nein, überhaupt nicht super. Total scheiße. What the fuck? Ich frage mich manchmal, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, die dort arbeiten. Wieso zum Beispiel macht sich YouTube die Mühe, bestimmte Leute auf der Startseite zu featuren, wenn genau diese Leute ein paar Tage später komplett gesperrt werden? Cold Mirror zum Beispiel ist bekannt dadurch geworden, dass sie Harry Potter nachsynchronisiert hat, auf eine ziemlich lustige Art und Weise. YouTube dagegen hatte nichts Besseres zu tun, als ihren Account zu sperren und zu löschen. Warum? Weil Warner sie darum gebeten hat. Natürlich kann man sagen, dass Warner Brothers im Recht ist, da sie das Copyright für Harry Potter innehaben. Nur es gibt ja einen Unterschied zwischen im Recht sein und eine Sache richtig machen. Diese Videos sind Fanvideos. Warum soll man das nicht einfach anderen Leuten zeigen können? Nur weil irgendein großes, blödes Unternehmen glaubt, den Arsch nicht vollkriegen zu können? Vielleicht sollte ich die Frage aber auch einfach bloß an Warner stellen. Was veranlasst euch, so sehr gegen Fans zu kämpfen? Habt ihr Angst, dass der Film nicht erfolgreich wird, nur weil er gemocht wird oder parodiert? Sowas gehört doch geschlagen. Anal inspiziert. Es vibriert. Ich weiß übrigens nicht, wo der herkommt. Der lag rum. Hast du irgendwas gesehen? Ich frag mich, ob euch irgendwas fehlt? Man erlebt es ja leider immer wieder, dass Firmen einfach nicht damit klarkommen, wenn Künstler kreativ mit ihrem Material umgehen. Alles wieder gut. Okay, gut, ich reg mich viel zu sehr auf. Finito, anderes Thema. Boxman. Alles, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Fresh D-T-Shirt. Anderes Thema. Ich habe ein paar neue Videos gemacht zu Australien. Genauer gesagt zwei. Das eine ist für einen Wettbewerb entstanden, der bei Sevennote stattfindet. Und dort gibt es als allerersten Preis eine Reise nach Australien zu gewinnen. Und den hätte ich gerne. Nur befürchte ich mittlerweile, dass ich den nicht mehr erreichen kann, denn ich liege leider schon relativ weit abgeschlagen auf dem momentan dritten Platz. Es scheint auch sehr unwahrscheinlich, dass ich jemals noch Platz 1 erreichen werde. Und ein schlechter Verlierer will ich auch nicht sein. Doch, ich will ein schlechter Verlierer sein. Wenn ich schon Verlierer sein muss, dann schlechter. Gar keine Lust, ein guter Verlierer zu sein. Warum zur Hölle sollte ich ein guter Verlierer sein? Eigentlich will ich überhaupt gar kein Verlierer sein, sondern Gewinner. Vielleicht kann man ja noch irgendwas dran drehen. Also nur für den Fall, dass ihr gerne irgendwas drehen wollt. Der Link ist in der Sidebar. Und das andere Video ist ein Episodenvideo aus Melbourne, in dem ich durch die Stadt marschiere und mir alles anschaue. Und da kommt ihr hin, wenn ihr hier klickt. Jetzt sitze ich hier und trinke abwechselnd Cola und Räubusch-Tee. So, ich würde sagen, das war genug Stoß für heute und deswegen mache ich lieber Schluss. Bis zum nächsten Mal. Das ist noch so. Yeah. Yeah, man. Volle Kanne. Kommt der Mann her?